Morgen. Och, was für ein wunderschöner Tag. Oh, guck mal. Oh, ich könnte die ganze Zeit nur einfach die Landschaft bewundern mit den Shadern. Sieht so geil aus. Wachse. 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 So. Wachs und so. Sieht jetzt natürlich doof aus mit dem Kackstift da hinten. Oh Mann. Ich glaube, das hier mache ich mal zu. Das gefällt mir nämlich nicht. Oh Mann, ey. Habe ich noch Erde? Ja, habe ich noch. Sehr schön. Dann lassen wir hier mal so ein kleines Unterwasserparadies. Unterwasserparadies. Und ich laufe einen Scheiß. Unterwasserparadies. Äpfel. Sind auch noch Äpfel? Nee, sind keine Äpfel mehr. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt anfange zu flüstern. Eine kleine Unterwasserhöhle. Nicht unter Wasser, doch jetzt bin ich unter Wasser. Untertagehöhle, könnte man vielleicht auch sagen. Einfach halt eine Höhle mit Wasser unter der Erde, Mensch. Ist doch ganz einfach. Warum versteht es denn keiner? Ja, die Frage ist wohl eher, warum ich mich nicht gescheit ausdrücke. Aber macht nichts. Macht nichts. Erdeklatschen hat schon immer was gebracht. Also Erdeklatschen ist... Natürlich muss es immer natürlich aussehen. So wie das hier auf jeden Fall auch. Nee, so nicht. Oje, 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 oje. Nein, 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 Babyzombie. Wo kommt der denn her? Ich hasse Babyzombies. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Lass mich. Ich hasse Baby-Zombies. Die treffe ich immer nie, weil die so schnell hin und her und so. Grill. Ja, wow. Ich glaube, hier ist da noch einer. Alter, was geht ab? Geh weg. Geh weg. Geh weg. Warum sind da so viele? Was ist da los? Hä? Ist da irgendwo eine Höhle, wo die rauskommen? Oder wie? Oder was? Oder wo? Oder soll ich noch ein paar Bäume wegschlachten? Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Ich brauche Erde. Erde. Na gut, dann nehme ich hier noch ein paar Bäumchen weg. Wir können die natürlich später alle wieder ranpflanzen. Ach nö, habe ich noch eine... Ah gut, dann muss die eben hinhalten. So. Was ist hier denn? Aha. Ein Durchgang. Der ist voll sinnvoll. Nehmen wir Erde mit. Nein, alles geht kaputt. Alles geht kaputt. Okay, dann nehmen wir mal die Erde. Und fummeln die mal hier hin. Falsch. So, und das kommt weg. Ja, das da drüben sieht noch nicht so gut aus.
räume hier ein bisschen was weg. Ja, das war falsch. Ich weiß. Das pappen wir aber gleich wieder hin. Zack, zack. Und zack. Und hier drüben auch ein bisschen zack, zack, zack. Hey, jetzt haben wir sogar einen Sand. Wow. Diese unglaublichen Fortschritte. Ja, das kann weg. Gut. So. So, jetzt kommen wir hier ganz gemütlich hoch. Ist das fertig? Ist das fertig? Nee, nee. Nee, ich glaube, das braucht noch, oder? 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 Vor allem ein Weizen bringt uns eh noch nicht so viel. Hm. Erstmal ein Apfel. Weil, ich weiß nicht, wer es vielleicht nicht mitgekriegt hat, wir ernähren uns jetzt erstmal vegetarisch. Und gucken mal, wie das denn so hinhaut. Und gucken in die Wolken, die über uns hinwegziehen. Sieht doch jetzt schon schön aus. Schön. Entschuldigung. Ja. Gar nicht irgendwie gestellt oder so. Okay, bei mir ist gerade draußen. Da fährt gerade der Krankenwagen vorbei. Okay. Da, 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 da. Ta-ta. Okay. Jetzt hat's aufgehört. Okay. Ja, warten, warten, warten. Ich wäre jetzt. Oh, jetzt ist, glaube ich, fertig, oder? Ja. Hey, wir haben einen Weizen. Wow. Davon können wir schon keine Brote backen. Hm. Vielleicht sollten wir das Feld noch erweitern. Es müsste einfach mal ein bisschen schneller wachsen. Na gut, ich mache mir jetzt erstmal neue Werkzeuge. Natürlich aus Kobbel. Ach nee, brauche ich ja gar nicht. Machen wir so. Eine Axt. Noch eine Axt und eine Schaufel. Und die zwei schmeiße ich hier mal mit rein. Die nerven mich nämlich. Das kommt rein, das kommt rein, das kommt rein. Das auch, das auch. Äpfel brauchen wir noch. Das können wir dabei auch da reinschmeißen. Ja. Okay. Weißt du was? Das nehmen wir jetzt mal mit. Pflanzen das hier hin. Ach, guck mal. Schon gleich viel schöner. Nur noch halb so hässlich. Naja, nicht so schlimm. Geht die Sonne wieder unter? Na toll. Da haben wir wieder viel geschafft heute. Bisschen Erde klatschen, bisschen Löcher stopfen. Und mehr ist es dann auch gar nicht geworden. Ich hatte gesagt, morgen gehen wir uns nochmal ein bisschen besser umgucken, ob wir nicht irgendwo eine Höhle finden, wo wir einfach mal so reinspazieren können. Hui, hui. Hühnchen. Ha. Hallo? Jetzt aber. Ja, ist gut, ich wollte dich nur mal schubsen. Ach, lebst du jetzt bei mir? Guten Tag. Finde ich aber nett von dir, dass du mich besuchst. Jo, hallo Hühnchen. Hallo. Ey, das ist mein Bett. Hallo? Mein Bett. Dankeschön. Kannst gerne da unten wohnen. Hm?
Na gut. Ich hatte gesagt. Und guck mal, ich bin schon voll müde. Müde, müde, müde. Geh jetzt schlafen. Und dann beende ich mal die Aufnahme. Ist denn jetzt schon Schlafenszeit? Oh, guck mal, wie die Sonne untergeht. Hühnchen, verlass mich nicht. Oh. Ja. Vermutlich hört man's, da klingelt gerade das Telefon. Ich gehe jetzt aber nicht hin. Das könnt ihr euch abschminken. Ah, ist wieder das Hühnchen. Das Hühnchen ist wieder da. Halt die Tür zu. Und dann hätte ich gesagt, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.